Farid Gangbang. Jo, Freunde, Kollege der Überboss. Hallo, ich bin's, Klausi. So, so, komm. Ah, du bist doch ein Arsch, ey. Noch ein Beinchen mit drauf, ja, genau. Und jetzt so schön Rücken gerade, ne? Rücken gerade so weit wie es geht, ne? Bist ja nicht mehr nervös. Oh, da hat's, glaube ich, geknackt, ey. Hallo meine lieben Freunde, und zwar reagiere ich heute auf ein etwas anderes Video. Und zwar folgendes, geht es um einen YouTuber. Und zwar hat er in kürzester Zeit ziemlich viele Klicks und Abonnenten gesammelt, Freunde. Alles was mit Kollega und Farid Bang zu tun hat, da bin ich einfach immer up to date, Freunde. Und zwar bin ich auf folgenden YouTuber gestoßen. Er nennt sich Charlie, Freunde. Ich tippe mal seinen Namen ein, da könnt ihr mal gucken, wie ich auf den gekommen bin. Und zwar hat er knapp 50.000 Abonnenten sich aufgebaut, Freunde. Und ist auch wirklich sehr talentiert, Freunde. Wir gucken uns mal sein allerneuestes Video an. Und zwar drei Arten von Disco-Pumper nennt er das. Ja. Gucken wir uns das mal an, Freunde. Drei Arten von Fitness-Pumpern. Moin. Moin, Digga. Was machst du denn da? Digga, Farid kommt gleich, muss die Tür wieder einpinseln. Tür einpinseln? Warum das denn? Ja, Mann, mit Britta hier wieder, das kommt er da nicht durch, rastet er wieder aus. Nee, Mann, kein Bock auf den Stress. Ist der wirklich so breit? Ja, Digga, der ist unnormal, Digga. Ja. Der ist schon so, boah, heftig. Ach so, ja gut. Ja, korrekt. Ich wünsche dir was, ne? Ciao, ciao. Farid Gangbang. Hör mal, ich bin's, Farid Gangbang. Ich will heute ein bisschen Beine trainieren, damit das auch positiv vorstatten geht. Habe ich mir Supplementierungen besorgt. Natürlich immer BCAAs, Aminos und immer das beste Eiweiß. Krass, oder, Freunde? Original wie Farid Bang. Hör mal. Scheiße, Digga. Was machst du hier, Alter? Ich hab's extra eingespielt, ohne Spaß, Mann. Hör mal, du weißt doch ganz genau, dass ich nicht durch die Tür komme. Ich hab's eingeschmiert, ohne Spaß. Ich hab's höchstpersönlich selber noch eingeschmiert, Digga. Hör mal, ich glaub dir. Du hast ja viel zu viel Testung gemacht. Ich glaub dir, Mann. Was geht ab, Alter? Bisschen lange. Hör mal, du, ich wollte hier heute ein bisschen Beine trainieren. Bist du sicher? Ist das okay? Guck mal. Beine läuft eigentlich so, ne? Weißt du, ne? Beingerät haben wir euch da. Habt ihr eigentlich gar nicht? Ich muss selber was aufnehmen. Hör mal, zeig mir mal ein paar Beinübungen. Sonst gibt's was rechts und links, weil auf die Klappe hier. Komm, ich zeig dir ein bisschen. Okay. Der ist auch ziemlich breit, der Typ, ne? Also, ja, ein bisschen ins Fitnessstudio muss auf jeden Fall. Das ist natürlich hier so eine Art Schauspiel, ne? Aber naja, der hat auf jeden Fall Talent. Wir machen jetzt die erste Übung hier natürlich. Ich zeige euch jetzt mal, wie ihr eine Brustübung durchführt, damit ihr in der Disco auch immer die Bitches natürlich huckepacken. Bin ich ja mal gespannt. Hör mal, was machst du denn da? Also jugendfreundlich ist dieser Kanal von diesen Herren natürlich nicht. Also ich würde sowas in dieser Art und Weise natürlich nicht auf meinen Kanal. Ja, aber okay, er hat wahrscheinlich damit Erfolg, Freunde, wie man sieht. Ne? 50.000 Abonnenten, das ist nicht zu unterstützen. Ich zeige euch jetzt mal, wie das hier richtig geht. Ihr nehmt euch natürlich immer das besthöchste Gewicht, damit ihr natürlich die Frauen auch in der Trainingsphase hochgepackt nehmen könnt. Jetzt beginne ich einfach mal. Okay, wir spulen jetzt mal ein bisschen rein. Okay, Freunde. Jetzt fängt er an mit. Warte. Und zwar fängt er jetzt an mit Kollega nachzumachen. Ja, das ist meine Favorit. Alles perfekt, ich hab dir was mitgebracht. Ich will nochmal die Liste pumpen, ne? Ja. Die Rolex hab ich auch schon abgemacht. Ja, komm, tu mal für den weg hier. Hör mal. Ist er noch nicht wieder? Du kannst das hier nehmen, oder was? Ja, wenn du kommst, die ganze Scheiße. Weißt du was? Hier, weil du so schmal geworden bist, ich weiß auch nicht warum, aber. Wie schmal geworden? Nimm mal, tränk doch. Ja, Moment, hier. Du, hör mal. Du fragst dich sicherlich, warum ich hier die 1 oder anderen 10.000 Kilos abgenommen habe. Ja, ich bin wirklich schmal geworden. Ich bin auf jeden Fall schmal geworden. Das liegt daran, dass ich die ganze Mütter in der Trainingsphase, ne, du weißt ja, mit dem Fahrrad zusammen. Da habe ich dir einmal an 10.000 Kilokalorien verbracht. Ist ja gut, jetzt muss ich wieder drauf. Okay, Umkleide nach vorne. Das. Immer schon bosshaft, die Bizeps könnte ausfüllen. Wie Kollege, oder? Ja,
muss auf jeden Fall noch ein bisschen trainieren, muss dann auch. Also da ist noch ein bisschen Potenzial. Aber geht. Komm, Freunde. Immer schon die Handtüll fallen lassen. Und am besten die Handtüll nie wegräumen. Wir sehen können. Hier gibt es ein paar Mitarbeiter, die machen das schon, ne? Und natürlich immer schon das Eiweiß von Sekt Plus nehmen. Hallo, ich bin's, Klausi. Hallo, ich bin's, Opa Klausi, ne? Du, ich bin hier heute im Fitnesscenter. Ja, dann macht er natürlich hier so ein Opa, macht er natürlich auch nach. Ne? Das müssen wir uns jetzt nicht angucken. Aber auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr talentierter YouTuber, Freunde, den ich euch empfehlen könnte. Ne? Also, den kann man sich auf jeden Fall gönnen. Ich danke euch, dass ihr euch das Video angeschaut habt, liebe Freunde. Das war mal eine etwas andere, ich reagiere auf Video-Folge von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr weitere solche Videos sehen wollt, sagt mir einfach Bescheid. Und wenn ihr vielleicht irgendwelche Vorschläge habt, wen ich vielleicht auf was ich reagieren könnte, könnt ihr es mir gerne unten hinschreiben und ich gucke mir das mal an. Ja, Freunde, das war's in diesem Sinne. Ich wünsche euch einen schönen Tag, Abend. Ja, bei mir ist gerade Abend. Ich wünsche euch einen schönen Tag, Freunde, und bis demnächst. Ciao. Euer Doggy3DL.